Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von MotoGP 24. Es geht heute weiter in Misano. Ich habe irgendwie ehrlicherweise die Strecke gerade gar nicht mehr im Kopf. Letzter Part sind wir in Aragon gefahren, war auch nicht besonders gut, Platz 11, aber immerhin ein paar Punkte geholt. Ich glaube, der Kollege ist letzte Folge auch ausgeschieden. Also Acosta leider auch nicht mehr so konstant die letzten Rennen gewesen. Also Österreich schwach für uns beide. Aragon habe nur ich Punkte geholt, aber er ist ausgeschieden. Es war auch ein cooles Rennen, also letzte Folge hat schon Bock gemacht, P11. Letzten Endes wieder ein paar Punkte, aber es wird etwas eng gegen Aleix Espargaró, den wir ja nach wie vor quasi übertreffen müssen in der Fahrerwertung aktuell. Ich schau mal kurz rein, Acosta schreibt, wir hätten meiner Meinung nach in Aragon besser darstellen können, okay. Ja, einen Platz hinter dem Teamziel. In der letzten Runde habe ich ja noch leider den Platz verloren, ein bisschen ärgerlich. Martin schreibt auch, es scheint, dass ich zu Ducati gehen will. Ja, in Real Life ja auch sehr, sehr interessant, was da in den nächsten Tagen und Wochen sich ergeben könnte in Bezug auf Ducati. Ich nehme das gerade dienstags auf, die Folge wird wahrscheinlich samstags online kommen, also wo in Real Life das Rennwochenende in Mugello stattfindet. Da soll auch schon die Entscheidung getroffen worden sein von Ducati. Also bin ich mal gespannt. Hä? Warum wurde jetzt alles wieder aktiviert? Ich hoffe, das war das richtige Training. Okay, jetzt wo ich die Strecke sehe, doch, jetzt kann ich mich wieder sehr gut dran erinnern. Mir war der Streckenverlauf irgendwie gar nicht mehr im Kopf, so in diesem Vorschaubild. Also Misano fand ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nur, dass die KI im letzten Sektor sehr, sehr schnell, glaube ich, war. Wie gesagt, das Video wird samstags kommen, also schreibt gerne mal eure Predictions für das Rennen und den Sprint schon mal rein. Ich weiß halt nicht, ob das Video vor oder nach dem Sprint online kommen wird. Ihr könnt aber auf jeden Fall die Prediction für das Rennen mal reinschreiben. Barcelona war ja schon sehr, sehr interessant, also sehr, sehr krasses Rennen. Gewonnen hat Bagnaia, Marquez echt starke Leistung mal wieder, also Podium im Sprint und im Rennen und das von Platz 14 aus. Also ist schon schade, dass er das Qualifying wieder mal verhauen hat. Wenn er wirklich mal einfach von der ersten Startreihe starten würde, wäre der Safe immer mit dabei im Kampf um den Sieg. Was aber auch eine schöne Geschichte war, Aleix Espargaró ja seinen Rücktritt, wie gesagt, bekannt gegeben. Und genau dann gewinnt er den Sprint, holt davor die Pole Position am Samstag. Echt sehr, sehr schöne Geschichte, genau bei seinem Heimrennen. Was ich aber krass fand, und zwar dieser Abstand von Marquez im Rennen auf die ersten beiden. Jorge Martin und Bagnaia waren, glaube ich, 8 Sekunden. Extrem verrückt, was die ersten zwei da für ein Tempo hatten an dem Tag. Ich hoffe echt, dass Marc Marquez das Werkscockpit einfach bekommt an der Seite von Francesco Bagnaia, weil ganz ehrlich, wenn der mit dem Werksmotorrad fährt, hat er auf jeden Fall sehr, sehr große Titelchancen. Jetzt selbst mit Gresini sehe ich da auf jeden Fall sehr gute Titelchancen für Marquez. Wenn er seine Qualifying-Ergebnisse mal auf ein anderes Niveau heben kann, nicht immer nur außerhalb von Q2, wie in den letzten zwei Rennen, da kann der da eigentlich schon jedes Mal um den Sieg mitfahren, ganz ehrlich. Und der ist ja, glaube ich, Dritter in der Fahrerwertung aktuell. 2 Punkte oder so hinter Bagnaia, aber schon fast 50 Punkte hinter Jorge Martin. Ist schon sehr, sehr viel leider. Also mal schauen. Aber selbst Bagnaia, der hat auch schon größere Abstände gehabt. Das war sehr gut bisher. Über eine Sekunde, fast zwei. Immerhin 4,5 Sekunden verbessert in der Runde. Immer noch über 1,6 Sekunden Rückstand auf den ersten. Jetzt gehe ich mal auf die Soft und weniger Benzin. Mal schauen, also eine Sekunde jetzt sollte schon möglich sein mit den weicheren Reifen und allgemein dem Setup. Oh, super, erster Sektor rot, also der schnellste tatsächlich. Ah, der dritte Sektor war nicht so gut, sonst war es ganz okay. Also 3 Zehntel nochmal verbessert, aber reicht natürlich noch immer nicht für eine gute Platzierung. Natürlich gerne auch wie immer Like und Abo dalassen, falls ihr neu seid, keine Videos verpassen wollt, Freunde. Also vielen Dank auch, wie gesagt, für den Support nach wie vor auf das Projekt hier. Ich würde sagen, ich mache in Qualifying, glaube ich, weiter. 4-5 Zehntel gehen locker noch und damit hätten wir es vielleicht sogar schaffen können. Aber ich denke, das passt fürs Training. Also KI ist in Ordnung. Der Kollege ist 13. 6 Zehntel vor uns. Also eigentlich genau richtig. Oh, Acosta hatte anscheinend direkt einen Unfall. Eieiei, nicht gut vom Kollegen. Wir stehen ja auch schon bald vor den 2700 Abonnenten, also echt krass. Vielen Dank für den Support nach wie vor, für die ganzen Neuen, die auf den Kanal gekommen sind durch das Projekt. Also ist echt krank. Ich glaube, innerhalb von einem Monat fast 200 Abonnenten alleine durch das MotoGP-Projekt. Bin auch mal gespannt, was da für Angebote in der neuen Saison kommen werden, also von welchen Teams und so weiter. Und da kann ich ja vielleicht der adaptiven KI nochmal eine neue Chance geben. Was ich im Spiel ein bisschen komisch finde im Vergleich zum Real Life bei der MotoGP. In Barcelona zum Beispiel habe ich das verfolgt. Die können einfach so entspannt auf den Curbs bremsen, die Fahrer. Und im Spiel, wenn man auf den Curbs bremst, hat man eigentlich schon automatisch verkackt.
Also ich finde es ein bisschen seltsam. Was mir auch aufgefallen ist in Barcelona in der letzten Kurve. Ja, okay, das war jetzt random. In Real Life fahren die einfach locker auf den Curb, verlieren keine Geschwindigkeit. Aber hier im Spiel, wenn man auf den Curbs beschleunigt in Barcelona zum Beispiel genau in der letzten Gerade, da verliert man so viel Zeit, wie jetzt hier zum Beispiel. Also ich fahre auf den Curbs. Hier im Spiel hat man halt einfach keine Geschwindigkeit auf den Curbs. Finde ich schon komisch, dass sie das halt im Spiel anders umsetzen. Weil in Real Life kann man ja anscheinend problemlos auf den Curb beschleunigen, ohne dass man Geschwindigkeit verliert. Bis auf die Einfahrt zur letzten Kurve war es eine gute Runde, glaube ich. Wir haben uns 18 verbessert oder so, sind damit zweiter Stand jetzt. Aber ich glaube, das war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, also da werden sich noch einige verbessern. Aber hier im ersten Sektor habe ich ein bisschen Schwierigkeiten aktuell. Alleine jetzt schon 9 Zehntel, also das reicht eigentlich locker. Knappe 7 Zehntel habe ich, aber es haben sich leider noch ein paar andere Fahrer verbessert. Die Runde wird leider auch nichts mehr, ja, wird schwierig irgendwie, schade. Ich würde sagen, ich gehe mal zum Ende, also leider nicht der Q2-Einzug wieder mal, ich glaube 3-mal in Folge. Aber die KI passt, denke ich, trotzdem. Mal schauen, wo ist der Acosta? Boah, der ist erster, 8 Zehntel ist der schneller. Boah, also schon sehr, sehr schnell die KI, aber ich denke, ich bleibe dabei bei 75. Wir sind Sechster, leider, aber krass, dass die KI so viel noch rausgeholt hat. Sehr, sehr schnell. Jetzt geht's los. Reifenwahl. Mal schauen. Ich denke, dann Mediums dürfte passen. Und hinten werden sogar die Soft empfohlen. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Und damit geht's los. Leider nicht der beste Startplatz. Boah, Acosta ist weit vorne. Fünfter. Sehr, sehr stark, der Kollege. Ja, war leider nicht die beste Reaktionszeit. Sonst war der Start mal ganz okay. Also nicht wirklich viel verloren. Nur 2 Plätze, glaube ich. Jetzt hier erster Sektor. Aufpassen. Oh, da gibt es einige. Ganz schön eng. Oh, Alter. Nakagami. Streckengrenze. Direkt die Verwarnung. Oh, Berührung hier. Alter, wie fährt der Nakagami hier rein? Ganz, ganz verrückt, Alter. Wie jetzt leider nicht viele Plätze gut gemacht, eher verloren. Okay, das war eine Abkürzung. Platz muss ich nicht zurückgeben. Okay, alles entspannt. Jetzt hier aufpassen, da muss man früh bremsen, nicht zu spät. Sonst bekommt man die Kurve gar nicht. Boah, da fahren die alle so weit innen hier. Jetzt bin ich gut dabei. Platz 16 wieder. Okay, der Platz, bei dem ich gestartet bin. Jetzt gegen Alex Rinn, schön. Oh, Berührung mit Miller, aber wir haben es irgendwie überlebt in der Kurve. Komischerweise, ich dachte, ich bekomme die Kurve gar nicht mehr. Egal, jetzt wieder 15. an Rins vorbei. Windschatten. Da kommt doch wieder Rins. Boah, ist das eng, jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt hat er mich wieder. Oh, da vorne fliegt Alex Marquez, glaube ich, hin. Ja, genau. Und wir verlieren den Platz wieder an Rins. Ne, Quartararo war das. Okay, also erste Runde überstanden. Ein Platz gut gemacht. Ist in Ordnung. Aber die Pace ist nicht so überragend, wie es aussieht. Gegen Quartararo. Oh, Berührung. Aber außenrum vorbei. Aktuell Platz 14 jetzt gesichert. Aber wird schwer, noch weiter nach vorne zu kommen. Mal schauen, wie sich die Pace entwickelt. Schon 2 Sekunden Rückstand auf den Vordermann. Also, ja. So viel mehr wird nicht drin sein wahrscheinlich heute als P14. Aber krass, also die KI ist echt schnell. Ein paar Rennen lang war ich mit der normalen KI recht gut. Also die ersten 2-3 Rennen. Barcelona, Kasachstan. Aber jetzt, oh, Quartararo, warum will der hier vorbei? Ja, super. Gelbe Flagge. Crash. Ja, der ist ausgeschieden. Ja, genau, jetzt bekomme ich wahrscheinlich die Strafe. Hier war ja die Szene. Okay, also er war eigentlich vorne. Und ich berühre ihn halt noch quasi. Ja, okay, war schon auf jeden Fall meine Schuld. Er fällt hin. Kann mir vorstellen, dass wir jetzt die Strafe bekommen. Okay, wir haben nur eine Verwarnung, komischerweise. Das ist sehr, sehr nett noch. Ey, wieder das Gleiche. Also ich fahre hier weit raus und dann fährt die Yamaha mir rein. Bloß diesmal fällt Rins nicht hin. Ah, Mann, jetzt komme ich aber wieder vorbei. Aber ich glaube, ich bin zu spät hier. Ja, deutlich zu spät. Aber bleibe noch vor Rins, immerhin. Boah, Rins von außen, okay.
Klappt natürlich nicht. Wir bleiben schön vorne. Aber die Mediums vorne sind auch nicht mehr so gut temperaturmäßig. Also könnten schon wärmer sein. Okay, Jack Miller mit dem Crash. Der liegt da. Ist wahrscheinlich ausgeschieden. Also die Pace ist echt nix heute. Miller ist ausgeschieden. Alles klar. So ein Platz geschenkt. Aber da kommt direkt wieder der Rins. Ist vorbei. Jetzt vielleicht im Windschatten noch die Chance. Aber sonst rast er uns wahrscheinlich davon. Okay, Rins verbremst sich ja komplett und fällt hin. Hä? Was macht der denn? Alles klar. Oh, jetzt Berührung. Jetzt kommt wahrscheinlich die Strafe mit Fernandes oder auch nicht. Okay, noch 4 Runden zu fahren. Also ich hoffe, ich schaffe das irgendwie, die paar Punkte da mitzunehmen, weil sonst leider keine Hoffnung. Ich hoffe mal, dass ich da mal endlich wieder besser fahre. Also schon lange nicht mehr in der Top 10 gewesen, seit Silverstone. Oh, jetzt kommt Fernandes vorbei, aber ein bisschen zu spät gebremst, oder? Ist noch da. Ich habe ihn. Jawohl, schön. Aber jetzt die Berührung. Boah, das war eng mit Fernandes, aber wir schaffen es gerade so. Kaum noch 2 Runden überleben, dürfte doch machbar sein. Wieder mal das gleiche, spät gebremst. Und ich bekomme ihn schon wieder. Krass. Boah, der schubst uns hier an, was soll das? Ja, jetzt kommt er vorbei, schade. Jetzt komm im Windschatten wieder. Bitte, komm rechts vorbei, Topspeed-Überschuss. Ah, etwas spät auf der Bremse, ich hoffe, der kommt nicht innen durch. Ah doch, Mann, das ist nicht gut, komm, irgendwie noch wieder zurück. Hinter uns sowieso nur noch gefühlt die Honda-Fahrer. Und wir sind da leider auch dabei, also genau wie in Österreich, eigentlich so genau bei der schlechtesten Gruppe im Rennen, bei den Hondas. Also irgendwas muss mal besser werden. Das Ride-Height-Device kann man sogar selbst einstellen. Ich habe jetzt mal hier auf grün. Ich glaube, grün heißt nach unten gefahren, oder? Ich weiß es nicht. Schreibt das gerne mal rein, wer sich damit auskennt. Also, ob man das manuell auf den Geraden dann quasi einstellen sollte, das Ride-Height-Device. Und damit kommen wir auf P14 ins Ziel. Immerhin 2 Punkte. Ja, schade, schade. Kein gutes Rennen. Keine gute Pace. Also ich dachte, nach dem Qualifying wird es schon deutlich besser. Acosta ist 8er. Sehr, sehr stark. Bei uns war halt die schnellste Runde und allgemein die Rennpace einfach nix. In der Fahrerwertung Bastianini 1er. Der hat das Ganze auch gewonnen. Dann Vinales, Bagnaia. Wir 5er, aber nur noch ein Punkt vor Aleix. Ja, mal gucken, ob ich das überhaupt noch schaffe. Wird schwer. 2 Rennen sind es ja, glaube ich, noch. Damit war es das auch mit der heutigen Folge. Leider keine Ziele erfüllt. Lasst gerne wie immer Like und Abo da. Nächste Folge dann Indien. Och, nee, Alter. Ich hasse diese Strecke. Danach noch Indonesien, wird auch nicht so geil. Also ein paar blöde Strecken, die jetzt so kommen. Auf Australien freue ich mich, Malaysia und Valencia auch. Die restlichen Strecken sind nicht so meine Favoriten. Damit war es das aber mit der Folge. Habt doch einen schönen Tag, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.